Gräfin Eloise von Oranien-Nassau, Sie an TV-Sendung teil. Gräfin Eloise von Oranien-Nassau, 20, hat eine Leidenschaft, die sie nun sogar bis ins Fernsehen bringt, die Fotografie. Gemeinsam mit anderen prominenten KollegInnen nimmt die 20-Jährige an der niederländischen RTL-Show Het Perfecte Plaatje zu DT, das perfekte Foto teil. Bei der Fernsehsendung handelt es sich um einen Wettbewerb in einer Reiseedition, bei der die TeilnehmerInnen jede Woche einem bestimmten Thema nachgehen und diverse Aufgaben rund um das Thema Fotografie erfüllen müssen. Das Besondere, die Promis stehen bei dieser Sendung nicht vor der Kamera, sondern müssen als angehende FotografInnen vor einer Jury ihr Talent unter Beweis stellen. Der TV-Auftritt ist nicht der erste der 20-Jährigen. Bereits im Jahr 2021 war die Nichte von König Willem Alexander, 55, zu Gast bei einer beliebten Quizshow. Dort kam ihr Auftritt scheinbar so gut an, dass sie im folgenden Jahr erneut zu der Sendung eingeladen wurde. Tessie Antoni de Nassau, 37, feiert im trüben Wintergrau ihre strahlende Liebe, 18 Monate verheiratet mit meinem Mann und besten Freund. Jubelt sie zu einem neuen Post auf Instagram, der bisher noch nicht veröffentlichte Aufnahmen ihres dritten Hochzeitsfestes mit Frank Flössel zeigt. Tanzend, küssend, überschäumend vor Freude präsentierte sich das Paar am 30. Oktober 2021 als glückliches Duo seinen Familien und FreundInnen. Bewegt bewegende Aufnahmen des puren Glücks. Wenige Monate zuvor, am 23. Juli 2021, hatten sich Tessie und der Unternehmer bereits auf einem Standesamt in der Schweiz das Ja-Wort gegeben. Baby Theodor, 1, war damals schon unterwegs. Noch vor der Geburt feierte das Paar am 26. August im engsten Kreis seine kirchliche Trauung. Im Herbst dann nach der Taufe des gemeinsamen Kindes eine Feier der Liebe im großen Rahmen. Die dreifache Feierfreude hat das zauberhafte Bündnis offenbar nachhaltig zu gemeinsamen Höhenflügen inspiriert, und das hoffentlich nicht nur bis heute. Ende der Woche wird Prinzessin Amalia, 19, mit ihren Eltern 2 Wochen lang den karibischen Teil des niederländischen Königreiches besuchen. Am letzten Wochenende war sie jedoch noch kurz mit ihrer Mutter Königin Maxima, 51, auf einer privaten Shoppingtour in Madrid. Ein Ziel mit Tradition, für die niederländische Königsfamilie hat Spanien eine besondere Bedeutung. Maxima lernte dort 1999 König Willem Alexander, 55, bei der Feria de Abril in Sevilla kennen. Seitdem reisen sie immer wieder nach Spanien, meistens privat. Im Jahr 2019 nahmen sie ihre 3 Töchter Amalia, Prinzessin Alexia, 17, und Prinzessin Ariane, 15, sogar zum 20. Jahrestag ihrer Begegnung mit nach Sevilla. Bei ihrem gemeinsamen Trip gelang es Maxima und Amalia allerdings nicht, unbemerkt zu bleiben. Sie wurden im Zentrum von Madrid von der spanischen Zeitschrift Hola gesichtet. Dabei war offenbar auch Familientollpudel Mambo. Mutter und Tochter haben eingekauft und auf einer Terrasse zum Mittag gegessen. Sie sollen dabei sehr entspannt gewirkt haben. Ob sie vielleicht noch einige Outfits für ihre Reise in die Karibik ergattert haben? Vom 27. Januar bis zum 9. Februar 2023 macht die Thronfolgerin zum ersten Mal mit ihren Eltern eine offizielle Reise. Die 3 Royals werden Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius und Saba besuchen. Auf diese Reise dürfte sich Prinzessin Elisabeth, 21, besonders freuen. Gemeinsam mit Königin Mathilde, 50, wird die belgische Thronfolgerin vom 14. bis zum 16. März 2023 Ägypten besuchen. Der Anlass ist eng mit der Geschichte des belgischen Königshauses verknüpft, der Besuch ist Teil des historischen Interesses der königlichen Familie am alten Ägypten und eine Hommage an Königin Elisabeth, die mit ihrem Interesse und ihrer Leidenschaft die Blütezeit der Ägyptologie in Belgien eingeleitet hat.
Wie der Hof mitteilte, die 1965 verstorbene Ehefrau von König Albert I. besuchte Ägypten mehrmals. Und ihre Nachfolgerin Mathilde und Namensvetterin Elisabeth werden mehrere Stätten besuchen, die sie während ihrer Missionen besuchte, darunter das Grab von Tutankhamun. In Kairo werden sie an der Eröffnung einer Ausstellung über Königin Elisabeth und die belgische Ägyptologie teilnehmen. So heißt es weiter vom Hof. Um das akademische Fachwissen Belgiens im Bereich der Ägyptologie hervorzuheben, werden sie einige archäologische Stätten in und um Luxor besuchen, an denen belgische Institutionen und Universitäten tätig sind. Für Mathilde und Elisabeth wird es nicht das erste Mal sein, dass sie Ägypten besuchen. Die Familie verbrachte den Jahreswechsel 2018/2019 in dem Land. Auf dem Programm standen damals der Nildamm, der Philae-Tempel, die unvollendeten Obelisken, der Tempel von Komombo und der von Edfu. Sie wurden teilweise von dem bekannten ägyptischen Ägyptologen Zahi Habers begleitet. Auch während ihren Flitterwochen verbrachten Mathilde und König Philipp, 62, einige Zeit in dem afrikanischen Land. Als 18-Jährige arbeitete die Königin in den Slums von Kairo. Während des Interviews zum 50. Geburtstag im Januar 2023 erinnerte sie sich daran: "Ich konnte dort Straßenkinder betreuen. Außerdem habe ich den Menschen in Kairo Französisch beigebracht. Das war eine meiner ersten Reisen mit dem Rucksack. Und ich habe aus dieser Erfahrung in diesen schwierigen Vierteln in Kairo viel gelernt. Das war wirklich eine sehr gute Gelegenheit für mich, die Welt auf einfache Weise zu entdecken. Das hat auch mein soziales Engagement gestärkt, denke ich." Anführungszeichen. Gräfin Alexandra, 58, hat derzeit jede Menge Ärger am Hals. Sie verklagt ihren Ex-Mann Martin Jorgensen, 44, aufgrund finanzieller Streitigkeiten. Er soll ihr rund 730.000 Euro schulden, die er laut eigenen Angaben vor Gericht derzeit nicht begleichen könne. Dennoch hat nun auch die Ex-Frau von Prinz Joachim, 53, ihren Job gekündigt. Seit knapp 3 Jahren war sie für Bang & Olufsen tätig. Wie BT berichtet, hat sie das Unternehmen bereits am 11. Januar verlassen. Das bestätigt die Gräfin nun selbst gegenüber der Zeitung: "Ich habe meine Zeit bei Bang & Olufsen sehr genossen. Das Unternehmen hat sich in dieser Zeit sehr weiterentwickelt, und wir haben die Marke B&O und ihre Produkte bei noch mehr Verbrauchern bekannt gemacht." Anführungszeichen. Ganz schließe sie die Tür jedoch nicht. Wie ihre Sprecherin Helle von Wildenrath-Löfgren verrät, wird die 58-Jährige weiterhin als externe Beraterin bei dem Unternehmen tätig sein, habe sich aber entschieden, nicht mehr fest angestellt zu sein. Es geht darum, dass sie Zeit für andere Projekte haben will, so die Pressereferentin. Anfang Januar hat die Gräfin von Frederiksborg zudem ihre Mutter verloren. Gut möglich, dass sie sich in diesen schweren Zeiten auch eine Verschnaufpause gönnt. Dass Viktoria Romanovna Betterini, 40, ein Herz für Tiere hat, ist kein Geheimnis. Auf ihrem Instagram-Account macht sie sich immer wieder für den Tierschutz stark und zeigt sich innig mit ihren Hunden. Doch die Frau von Großfürst Georgi Romanov, 41, hat auch einen Papageien zu Hause, und der durfte nun ihren Sohn Alexander kennenlernen. In einem kurzen Clip zeigt sie, wie das 3 Monate alte Baby interessiert den Kakadu anschaut. Die Augen des Kleinen werden immer größer, ein sanftes Lächeln huscht über sein Gesicht. Vogel Gilbert scheint allerdings eher von Victorias Hand fasziniert zu sein, auf der er sitzt. Alexander und Gilbert, der Papagei, treffen sich zum ersten Mal, schreibt die 40-Jährige dazu. Wie süß. Wenn das alljährliche internationale Zirkusfestival von Monaco ruft, versammeln sich die Mitglieder der Fürstenfamilie. Eine fehlte jedoch am vergangenen Wochenende: Fürstin Caroline von Monaco, 44, schwänzte offenbar den Auftritt beim Herzensprojekt ihrer Schwägerin Stephanie von Monaco, 57.
Dieser ist seit 2006 Präsidentin der Veranstaltung, die einst von Fürst Rainier 81, gegründet wurde am Sonntag, 22. Januar, dem dritten Tag des 45. Zirkusfestivals. Posierte Fürst Albert, 64, mit Stephanies Kindern Louis Ducrut, 30, und Camille Gottlieb, 24, für die FotografInnen. Doch während der Fürst von Monaco seine Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, beide 8, mit zu dem Termin gebracht hatte und die Familie auf den Fotos in die Kamera lächelte, fehlte seine Frau Carlene auf den Aufnahmen. Warum die Fürstin nicht anwesend war, ist bisher nicht bekannt. Einen Solo-Termin hatte die 44-Jährige an jenem Sonntag nicht. Eigentlich hatte Carlene im vergangenen Jahr ihr öffentliches Comeback gefeiert, nachdem sie zuvor mit gesundheitlichen Problemen kämpfen musste und sich zurückgezogen hatte. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Getty Magazine, Instagram.com, BTDK, Dana Press, Hola.com. În cerc flow-uri sute la show-uri uite cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, Buia, Sișu, Apo, grasul, nimeni altul, Del, Vede sau Carpo.